Ausgerechnet der Keller. Die Verschiebungen wurden stärker. Ich war nicht sicher, ob meine Umgebung größer wurde oder ich kleiner. Das Signal spielte vollkommen verrückt. Ich würde selbst einen Ausgang finden müssen. Was haben wir denn jetzt hier? Aus dem Untergeschoss gelangen. Wir können hier ganz viel Boom aktivieren. Autsch. Das ist zu viel Boom, auch für Alan. Ja. Das viele Boom brauchen wir aber auch für Gegner. Wie immer. Ist allerdings effektiv. Das ist gut. Tja, wo sind hier weitere Gegner? Hauptsache, wir kommen hier raus. Ich glaube, hier waren noch einige. Ja. Hä, wo kommt der jetzt schon wieder her? Ich renne mal schnell zurück. Andere Boom hier aktivieren. Scheiße. Na, komm. Sterbt. Jawohl. Oh oh. Wieder so ein ganz großer hier. Oh oh. Komm, noch mal eine Leuchtfackel hier nehmen. Hilfe, wie viel sind denn das hier? Ich habe nur noch eine Leuchtpistole. Nichts wie raus hier. Doch wie ihr seht, das ist nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick aussehen mag. Ja, komm her. Oh 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 oh. Na, schieß ab. Ja, das war doch mal ordentlich. Auf zum Licht. Wo ist es denn? Es ist wieder weg. Ach, wie sollen wir die Treppe hoch? Okay. Darauf hätte ich gleich kommen sollen. Raus aus diesem Keller. So, und jetzt sind wir wieder hier am gewohnten Ausgang. Zane hinterließ mir eine Seite. Er wollte mir helfen. Eine Manuskriptseite. Okay. Schrei. Wer schreit denn? Tja, war das jetzt Alice oder wer? Beben. Ja, macht eine ordentliche Atmosphäre, aber hilft uns nicht wirklich weiter. Vielleicht macht ja die Wand was Schönes. Nee, steht auch nur da. Ein Freund, den will man immer beiseite haben. Barry! Hey, hey, Bestseller-Autor! Siehst gut aus! Du bist nicht echt. Ach, sag bloß, was hat mich verraten? Dass ich durchsichtig bin? Ich bin ein Hirngespinst, wie so ziemlich alles sonst, was du hier siehst. Vielleicht sogar du selbst? Das ist verrückt. Ja, du hast recht. Alles, was vorher geschah, war ganz logisch, aber das ist verrückt! Sicher, Al! Na gut, also, ich muss los. Das GPS? Das GPS, ja, ich weiß. Folge dem Signal. Verstanden. So, Barry. Na, jedenfalls bin ich hier, um dir zu helfen, doch. Kumpel. Aber du musst dich zusammenreißen, okay? Weißt du eigentlich, dass du nörgelst wie der echte Barry? Hey, hör mal, sei fair. Nicht meine Schuld, dass du mich lästig findest. Das tue ich nicht, Barry. Al, Kumpel, ganz ruhig. Bleib hier einfach am Ball. Du musst tun, was Zane dir sagt. Der ist schon ewig hier. Er kennt sich aus. So, jetzt ist er wohl ganz still hier, der Barry. Dann nehmen wir mal noch den Besten. Also, wenn das verrückt ist und aus deinem Geist stammt, was sagt das über dich? Gut, es reicht. Und ich hatte mich gefreut, dich zu sehen. Ach komm, erzähl mir doch nichts, Al.
Tief im Herzen freust du dich doch immer, mich zu sehen. Dich selbst kannst du nicht belügen, klar? Ich stehe wohl auf Bestrafungen. Du? Nein, wirklich? Und ich dachte immer, du tätest alles, um Ärger zu vermeiden. Danke, danke dafür. Okay, Barry ist wieder weg. Und wir sind wieder der Star, Alan Wake. Allerdings noch mit seinem alten Bestseller, The Sudden Stop. Das haben wir auch in einem TV-Interview gesehen. Das war auch schon so düster und der Hauptdarsteller ist schließlich gestorben. Und wir hoffen natürlich nicht, dass das in dem Roman Departure, Abreise, genauso sein wird. Ja. Ich habe euch ja mal versprochen, ich schaue mal nach, ich philosophiere mal etwas über Departure, Abreise. Was das so bedeutet. Ich konnte nicht wirklich einen Bezug sofort herstellen. Erstmal nehmen wir die Taschenlampe. Treten. Bekommen eine Handlampe. Ich kann mir nur vorstellen, die Übersetzung Abreise ist ja das Wörtchen ab drinne. Ab, in den Abgrund, in eine andere Welt, in die Dunkelheit. Wir haben ja zwei Welten, die zwischen, ja, die irgendwie, ja, wo zwischenlegen. Zwei parallel laufende Welten, sag mal so. Ich glaube, das Signal zeigt auf das Ding in der Ferne. Ja, das ist das Biltmore-Sägewerk. Woher weißt du das? Ich weiß nichts, was du nicht weißt. Also frag dich das doch selbst, hä? Vielleicht hast du ein Anzeichen dafür in der realen Welt gesehen. Oder es ist vielleicht das Sägewerk, weil ich davon gesprochen habe und du es nicht aus dem Kopf bekommst. Fantastisch. Ach, das bereitet mir echt Kopfschmerzen. Oder sind das deine? Hast du Kopfschmerzen? Barry? Mann, wir kommen uns näher. Ach, der Barry hier. Immer noch so locker drauf, aber auch irgendwie ein wenig verzogen. Wir werden es später noch mit ihm zu tun bekommen. Ja, wie immer später dazu mehr. Wir haben nochmal drauf zurückzukommen. Mann, oh Mann! Ja, hey, doch nicht. Die Feder ist wohl mächtiger. Wenn du diesen Satz beendest, bist du gefeuert. Mächtiger als das Schwert? Du bist gefeuert. Oh. Okay, Barry ist gefeuert. Auch wenn er so ein bisschen nervt, fühle ich mich persönlich etwas sicherer. Eine gute Arbeit für Nachtschwärmer. Oh, jetzt bekommen wir wieder Besuch. Dann nehmen wir doch gleich mal das Bumm hier. Ja, weggebummt. Gibt's ja noch irgendwas in dieser subrealen. Nee, wie hat Alan gesagt, surrealen Welt. Damit nochmal willkommen zurück zu Alan Wake, mein zweiter Versuch. Den ersten habe ich mal kurz rausgeschnitten. War dann doch zu viel. Ich kann nicht sagen, es wird gleich mal wieder actionreich. Wir werden gleich mal wieder ordentlicher überrannt. Ja, wie wir sehen, es gibt mal wieder ordentlich Gegner. Boah, ganz schön viele. Bestlich nehmen wir einfach mal so eine Leuchtfackel und renne auf gut Glück mitten durch. Und das hat auch erstmal geklappt. Vielleicht einmal Bumm machen. Zack. Nee, hat nicht viel gebracht. Ein Feuerwerk. Nee, auch nicht. Soll ich irgendwie vorrennen und dann irgendwie das Feuerwerk auslösen oder das Boom in dem Falle? Wenn die mich jetzt hier nicht vom Feuer erwischen. Jawohl, das hat gesessen. Okay, noch eins, noch ein Feuerwerk. Weil es einmal so schön ist. Du auch noch weg. Oh, da kommen schon wieder neue Gegner.
Ich könnte feiern. Ich tue es aber nicht. Anderes zu tun, ja. Ja. Doofer Spruch, muss ich sagen. Tut mir leid. Vielleicht heitert der nochmal das Bumm hier auf, oder? Ein Werkzeug. Scheißegal. Hauptsache, wir kommen ja wieder raus. Leuchtpistole. Uah. Na, weg mit dir. Ich nehme doch mal die Leuchtpistole. Jawohl, die hat gesessen. Was haben wir jetzt hier freigeschalten? Eine Blendegranate. Sehr gut. Besessen. Oh ne. Ja, wir sehen, man kann ja auch negative Items freischalten. Selbstverständlich nicht erwünscht, aber muss auch sein. Damit wieder der Ausgleich zwischen Gut und Böse gefunden wird, damit der Roman von Alan spannend wird. Wir sind am Kontrollpunkt. Okay, wir sollen das Sägewerk erreichen. Kommt denn Barry mal wieder? Weißt du, du wirst es irgendwie hierher schaffen müssen. Ich glaube, die Lösung hat etwas mit diesen Worten zu tun. Wirklich? Meinst du? Ja, du solltest sie wohl benutzen. Deine Einsicht ist umwerfend. Ja, ich weiß. Okay, jetzt können wir uns mit Licht verschiedene Brückenteile freischalten. Die wir dann sicherlich gleich brauchen werden. Das hier ist ganz schön frech, das hupft immer hin und her. Na, komm doch mal. Jetzt. Ja, präzise eingeparkt, kann man dazu sagen. Ja, so sollte es sein. Ich erteile Ratschläge und du befolgst sie. So läuft alles glatt. Wenn du auf eigene Faust losziehst, dann geht der Ärger erst los. So ein Schwachsinn. Al, ich sage nichts, was du nicht schon gesagt hast. Hirngespinst, weißt du noch? Sowas konnte einen Menschen wahnsinnig machen. Nein, das ist toll! Und für dich sicher auch eine Therapie. Aha, tolle Therapie. Oh, jetzt geht das hier alles in den Abgrund runter. Ein schönes Werkzeug. Revolver sind wir voll. Nochmal nachladen. Ja, wie ihr wisst, hier können jeden Moment neue Gegner kommen. Wakes eigene Worte, wie Müll in der Landschaft. Seine Bücher gewöhnlich und weggeworfen, wie Schlamm unter seinen Füßen. Gebundene Bücher, Taschenbücher, Waffen gegen ihn, Müll, nur wertloser Müll. Aha. Ich hatte schon seltsame Übertragungen meiner selbst gesehen, aber nicht so. Diese Version von mir klang verrückt. Wie ein wahnsinniger Autor, der darauf aus war, seinen Helden zu foltern und zu vernichten. Ja, nur dass wir in dem Falle wir selber sind. Autsch. Hä? Jetzt habe ich ja gerade einen Bug drin, ne? Störe. Bleibt der mal stehen hier? Hallo? Jetzt geht's wieder. Er ist irgendwie permanent nach rechts gelaufen. Ich muss mal schauen, gibt es eigentlich hier wieder Manuskriptseiten irgendwie? Nee, bis Folge 6 gibt's welche. Ansonsten, wenn ich hier gucke, nichts. Na gut. Dann mal weiterspielen. Die Leuchtpistolen nehmen wir natürlich noch mit. So, um jetzt hoffentlich nochmal ungestört darauf zurückzukommen. Wir waren soweit gewesen. Departure. Abreise in die Dunkelheit. Eine parallel laufende Welt zu der normalen. Ja, und hier sind wir gerade drinne. Mensch, was kommt denn hier runter? Steine. Lecker. Oder, nee. Wir werden wohl mit unserem eigenen Roman eine Riesenausgabe erschlagen. Autsch. Ja, auf jeden Fall, diese parallel laufende Welten werden scheinbar abgetrennt durch den Cordwood Lake. Alan hat ja selber als Schlusswort gesagt, es ist kein See, es ist ein Ozean.
sind das jetzt hier? Jetzt bekommen wir wohl unser eigenes Buch in Form von Vögeln als Gegner. Das wird ja immer fieser. Aber wenigstens sind das ja mal neue Gegner. Okay, Raben, ich glaube, die brauchen wir nicht. Eine Leuchtfackel nehmen wir mit. Also wirklich, pass lieber auf, das sind schlimme Wörter. Schlimme Wörter. Boah, schon wieder Raben. Das scheinen wohl die Raben zu sein. Schau mal. Einmal. Mensch, ey, dumme Viecher. Kann man die mal irgendwie abballern oder so? Esse. Oh oh, jetzt habe ich hier wohl. Oh, na klasse. Ordentlich Gegner mal wieder freigeschalten. Ah, na super. Na, weg mit dir. Oh oh, und damit sind wir schon wieder gestorben.